Hallo und herzlich willkommen zum neuen Videotutorial. Heute geht es speziell um die Tabellen. Bevor es richtig losgeht, schauen wir uns erstmal die Bestandteile einer Tabelle an. Wir haben hier ganz oben haben wir die Kopfzeile. Die anderen waagrechten Zellen nennt man ganz normal Zeile. Dann haben wir die senkrechten Zellen, die zusammengefasst nennt man immer Spalte. Wobei man hier vorne die erste Spalte dann als Vorspalte bezeichnet. Und ein alleinstehender Bereich, den nennt man dann immer Zelle. Also wir haben Zeilen, Spalten und Zellen. So, wie fügt man jetzt so eine Tabelle ein? Wir gehen hier auf Einfügen. Dann auf Tabelle und die schnellste Art und Weise ist, hier einfach mit der Maus über dieses Feld zu gleiten und man sieht hier schon im Dokument, wie sich das dann sofort auswirkt. Und wenn ich jetzt an einer Stelle klicke, dann ist die Tabelle fertig im Dokument. Jetzt habe ich auch gleich die Möglichkeit, diese Tabelle zu formatieren. Ich kann hier unter den Tabellentools bei Entwurf kann ich hier bestimmte Formatvorlagen auswählen. Hier, wenn ich drüber gleite, kann hier auch sofort die Formatierung zugewiesen werden, ohne dass man praktisch aufwendig jede Zelle extra selber formatieren muss. Hier unten haben wir noch eine Formatierung und hier, die ist, glaube ich, recht gut. Man kann aber auch Tabellen anders einfügen. Man kann zum Beispiel auch sagen, wenn mir dieses Feld nicht ausreicht, das geht ja hier bis 10 und bis 8, dann kann ich auch sagen, Tabelle einfügen. Und ich kann jetzt hier dann natürlich entsprechend der Anzahl von Spalten und Zeilen eingeben. Sage ich okay und dann ist hier ebenfalls die Tabelle drin. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ich kann aber auch Tabellen mit einem Stift zeichnen. Ich gehe hier auf Tabelle, Tabelle zeichnen, dann habe ich einen Cursor, der dann aussieht wie ein kleiner Stift. Und hier kann ich dann praktisch meine Umrandung erstmal machen und dann die einzelnen Abtrennungen, die die Spalten darstellen sollen und die einzelnen Zeilen, die dann praktisch die Anzahl der Zeilen darstellen sollen, kann ich dann praktisch mit dem Stift hier entsprechend nachziehen.